Moin Freunde und herzlich willkommen zum Spiel um Platz 3 zwischen den Tschechen und den Schweden. Beide Mannschaften im Halbfinale leider gescheitert. Es sollte nicht sein, dass man ins Finale einzieht. Die Tschechen unterlagen den russischen Athleten sehr, sehr deutlich und Schweden unterlag Kanada knapp mit 3:4. Jetzt also Spiel um Platz 3. Heute gibt es die erste Medaille, aber nur für einer der beiden Mannschaften, entweder die Tschechen oder die Schweden. Rückblick Sochi 2014 virtuell auf meinem Kanal. Tschechien erreichte das Finale, kämpfte da gegen Kanada um Gold, unterlag am Ende mit 2:5, ging mit Silber mehr nach Hause. Und heute will man kämpfen, fighten und am Ende die Bronzemedaille zumindest mit nach Hause nehmen können. Für die Schweden ist es ein kleiner Trost. 2014 in Sochi ausgeschieden in der Viertelfinalqualifikation gegen Österreich. Das ist natürlich aus Sicht der Schweden nicht sehr, sehr erfolgreich gewesen. Umso wichtiger wäre heute die Medaille, nämlich die Bronzemedaille. Aber Vorsicht! Da sind erstmal die Tschechen am Drücker. Beide Mannschaften bereit. Morgen dann das große Finale. Kanada gegen Russland. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Kanadier ins Finale kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch die olympischen Athleten aus Russland ins Finale kommen. Es sind also vier Mannschaften, die durchaus das Potenzial haben. Und da ist Hansaul. Und er bringt die Tschechen in Führung. 1-0. 7,5 Minuten gespielt. Jemand, der jetzt erst zuschaut und denkt, was faselt der da von Halbfinale, Finale. Also, wir machen immer eine eigene Olympiade auf meinem Kanal. Das ist ein Eishockey-Kanal. Und ich zeige auch jedes Jahr die Eishockey-Weltmeisterschaft und zeige sie aber nicht so, wie sie im Fernsehen kommt. Die Vorrunde natürlich, aber dann zeige ich die weiteren Runden so, wie sie bei mir sind. Und dementsprechend ist es heute also so, dass bei mir im Spiel um Platz 3 Schweden gegen die Tschechen antreten. Und ich immer von der virtuellen Olympiade auf meinem Kanal erzähle. So 2014. Und ich nehme sie immer vorher auf. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme hat die Olympiade noch nicht mal begonnen. Also wenn ihr die Folge seht, ist der, wann ist das Spiel um Platz 3? Am 24. Februar seht ihr dann diese Partie. Und dementsprechend ist das für mich alles Zukunftsmusik, kleiner Exkurs für alle die, die vielleicht jetzt erst einschalten. So, da ist Paylet. Sehr schön gespielt, Viktor Hedman. Schweden bemüht, in dieses erste Drittel zu kommen. Jacob Silverberg gelingt nicht so einfach, aber jetzt vielleicht mit Viktor Hedman. Anspielstation zu Hjalmarsson, Jacob Silverberg und Alexander Steen. Sie wollen es schnell machen, das Spiel. Gelingt ihnen auch sehr, sehr gut. Aber die Tschechen immer wieder eine Antwort parat. Und die ersten 15 Minuten vom Engagement der Tschechen geprägt. Auch vom Tor der Tschechen. 1-0. Und in so einem Spiel, wo es wirklich um alles geht, da spielen die Nerven schon mal verrückt. Da kann man schon mal auch ein bisschen nervös werden, selbst bei einem Tor. Denn dieses eine Tor reicht momentan den Tschechen für die Bronzemedaille. 2014 gab es Silber. Und in diesem Jahr soll es dann Bronze werden. Man wäre bislang die erfolgreichste Mannschaft bei einer Olympiade. Zwei Medaillen, aber wir wissen, die Kanadier sind im Finale gegen die olympischen Athleten aus Russland und Kanada war bereits auch 2014 virtuell im Finale, gewann dort das Finale auch gegen die Tschechen, wie wir gerade gewusst haben. Und von dem her ist auf jeden Fall Kanada noch erfolgreicher nach dem Finalspiel morgen. 4:1 Schüsse Tschechien gegen Schweden. Und das wäre ein Ding, wenn Kanada wirklich zweimal Gold einheimsen würde. Es wird aber definitiv ein schweres Spiel gegen die olympischen Athleten aus Russland. Pasternak, Scheibenverlust von Cronwall. Und Tschechien gleich wieder in die Offensive.
Aber Backstrom, sie ackern. Die Schweden geben nicht auf. Immer wieder Zug zum Puck führenden Spieler. Jetzt Forsberg. Der hat die Möglichkeit, ist durch. Und jetzt mal eine gute Chance. Gut quergelegt. Aber Eriksson kann die Scheibe nicht verwerten. Schade, hervorragende Chance für die Trikronoa, hier zum Ausgleich zu kommen. Also, sie geben etwas mehr Gas als noch in Durchgang Nummer 1. Jakub Voracek, Polak. Aber auch die Tschechen suchen die Chance, suchen die Möglichkeit zum 2:0. Wer macht am Ende dieses Rennen? Das ist die große Frage. Pasternak auf Krejci, der auf Palat. Nächste Schussmöglichkeit. Wieder Palat. Tschechen lässt sich hier den Schneid nicht abkaufen. Im Gegenteil, spielen die Scheibe immer sehr gut hin. Und ja, jetzt aber die Konterchance. Schweden durch Backstrom, der ist schnell unterwegs. Holt sich die Scheibe. Wo ist die Anspielstation? Dreht ab. Alexander Steen findet auch keinen Spieler auf die Schnelle. Und Backstrom klappt dann nicht so ganz. Und da ist wieder der berühmte Bug von Electronic Arts. Spieler im Zweikampf und alle anderen. Man sieht, sie gucken etwas zu sehr auf ihre Position. Und der Schiedsrichter wird jetzt gleich abpfeifen. So ist es. Das sollte man auf jeden Fall noch fixen für spätestens das kommende Spiel. Oh, Pfostenschuss! Schweden ist dran. Die Schweden sind dran, liebe Freunde. Aber es reicht nicht, dran zu sein, sondern man muss dieses Tor auch machen. Und dagegen wehrt sich Tschechien momentan, bislang zumindest, noch mit Erfolg. Klasse gemacht von Peter Mrázek. Aber Schweden wird stärker. Schweden wird aggressiver und spielt offensiveres Eishockey. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Schweden zum Abschluss kommen. Daniel Sedin, das Henrik Sedin und es ist unfassbar. Was eine Riesenchance. Aber wieder einmal mehr Peter Mrázek. Und er wächst in dieser Situation über sich hinaus. Ekman Larsen, Klingberg. Daniel Sedin. Wieder Klingberg, Silverberg, nächste Chance. Tschechien kaum noch in der Offensive. Und da ist Hemski. Sehr schön. Tschechien kommt über Hürtel. Lange, lange ist es her. Seit der letzten Offensivaktion der tschechischen Nationalmannschaft. Schweden drückt einfach. Sie greifen sofort den Puck für den Spieler an. Das macht es den Tschechen insgeheim unbesonders schwer. Und da ist es! Jakub Silverberg, es ist gekommen. Die sogenannte Frage der Zeit. Der Ausgleich hatte sich schon lange, lange angekündigt. Und jetzt ist er da. Klasse gespielt. Und der verdiente Ausgleich meiner Meinung nach. Absolut verdienter Ausgleich. Frolic. 8 Sekunden. Das dritte Drittel werden wir wohl oder übel mit einem Unentschieden beginnen. Schweden oder Tschechien. In 20 Minuten wissen wir hoffentlich mehr. 7:5 Schüsse. Auch wenn es wirklich so aussah, als hätten Tschechien da die ganze Zeit aufs Tor massiv geschossen. Es waren nur 7:5 am Ende. Aber nichtsdestotrotz, noch ist hier alles möglich. Weitermachen, so die Devise jetzt der beiden Teams. Und Voracek, Tschechien wieder etwas mehr sortiert. Tut ihn auch gut, wenn man sich wieder etwas mehr in dem Spiel konzentriert. Wenn man sich wieder etwas mehr zusammenreißt in dieser Partie.
3 Minuten fast wieder gespielt. Und Tschechien kommt. Cronwall kann sich aber befreien. Und Eriksson. Über die linke Seite. Ganz oft über Louis Eriksson. Direktabnahme. Mrázek hat die Scheibe noch nicht. Jetzt hat er sie. Glück gehabt. Aus tschechischer Sicht. Ich würde mal behaupten, die Führung der Schweden liegt näher als die Führung der Tschechen. Cronwall, Landeskog und Zetterberg. Nächste Chance. Und da muss man sich durchaus bewusst drüber sein. Man würde ohne Medaille nach Hause fahren. Und die Schweden weiterhin auf Druck. Karlsson, Cronwall. Nächster Schuss und da ist es. Schweden führt. 2:1. Gabriel Landeskog. Es hat nicht mehr lange gedauert. Und da sind sie in Führung, die Trikronor. Weltklasse. Absolute Weltklasse. 2:1. Für die Schweden. So, und kann man hier ein 3:1 drauflegen, dann wird es für Tschechien richtig schwer. Hedman auf Daniel Sedin. Wieder Viktor Hedman. Aber Peter Mrázek, einer der besten Tschechen heute im Team. Ohne ihn könnte es hier schon 3 oder gar 4:1 stehen. Schweden unaufhaltsam in Richtung tschechisches Tor. Jaromír Jágr. Kann er noch was bewirken für dieses tschechische Team? Es wird definitiv seine letzte Olympiade sein. 2022 werden wir ihn auch virtuell nicht mehr sehen. Wird ja schon bei NHL 19 nicht mehr in der NHL vertreten sein, nachdem er zurückgegangen ist in seine Heimat. Bei der Weltmeisterschaft 2018 im Mai werden wir ihn schon nicht mehr dabei haben. Da werde ich ihn auf jeden Fall rausnehmen. Zetterberg. Und mit einem 3:1 könnte Schweden hier einen Riesenschritt machen in Richtung Bronzemedaille. Ich glaube, dann würde es auch ziemlich schwer aus tschechischer Sicht da nochmal anknüpfen zu können. Denn Henrik Lundqvist ist auch sehr, sehr sicher der Rückhalt bei den Schweden. Wieder zurückgelegt. Da ist Voracek auf Pasternak. Gudas. Und da ist Eriksson und Pasternak. Tschechien will es nochmal wissen. Es muss jetzt was passieren. 90 Sekunden noch Zeit. Kempny auf Gudas. Der auf Krejci. Wieder auf Gudas. Keiner der Spieler steht wirklich für einen One-Timer bereit. Jetzt aber Voracek abgefälscht. Ist dieses späte Aufbäumen zu spät? Forsberg. Natürlich jetzt auch die entsprechende Lücke in der Abwehr der Tschechen. Man muss offensiver werden, muss die Leute früher aufrücken lassen und muss auch mehr für die Offensive tun. Aber der Pass war alles andere als erfolgreich. Karlsson, jetzt die Riesenchance. Eriksson, Karlsson. Und der Versuch unterbleibt. Ekman Larsen, man geht hier auf Nummer sicher. Mit Scheibenbesitz verhindert man, dass Tschechien überhaupt nochmal nach vorne kommt. Und es sieht alles sehr, sehr gut aus. Es sieht nach Bronze aus für die schwedischen Jungs, die so hart gekämpft haben. Forsberg, das ist Eriksson, Bäckström. Und es wird nicht mehr reichen. Da ist es. Bronze für Schweden. Gratulation. 2:1 gewinnen die Schweden gegen Tschechien und sichern sich hier in dieser virtuellen Saison, in diesem virtuellen olympischen Ereignis
die Bronzemedaille. Gratulation. Und schade natürlich für die Tschechen. Damit wird morgen Kanada auf jeden Fall das erfolgreichste olympische Team sein bei einer virtuellen Olympiade auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst mir ein Like da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.